Ja, was interessant ist bei diesen Westfalenbahn KISS-Trieb. Von der Regel um die Ecke. Ich habe jetzt mal extrem rangezoomt, deswegen wackelt es auch so. Nämlich in Doppelpack. So, drei fahrende Züge in einem Bild hat man auch nicht jedes Mal. Das ist die Aussicht von meinem Hotelfenster auf die westliche Ausfahrt des Berliner Hauptbahnhofs. Der ICE fährt jetzt gerade in Richtung Berlin Zoo ab. Blick in den Berliner Hauptbahnhof von oben, von der Ebene unter der Stadtbahn, runter in den Keller mit den Zwischenebenen, dem Straßenniveau und über meinem Standort oben drüber verlaufen die Gleise der Stadtbahn. Die Gleise der Stadtbahn im Berliner Hauptbahnhof. Das ist der Blick Richtung Alexanderplatz und Ostbahnhof. Die Berliner S-Bahn ist mittlerweile auch modernisiert worden. Vor 10 Jahren noch waren statt der Balisen hier im Gleis liegend Apparaturen rechts oder links neben dem Gleis gestanden, die beim Halt zeigenden Signal die Hauptluftleitung des Zuges von außen über eine Art Notbremsventil aufgeschlagen hätten, wenn der Zug unberechtigt am Halt zeigenden Signal vorbeigefahren wäre. RE nach Brandenburg wird von der 182.005 geschoben. Die Werbung für den 200. Geburtstag von Theodor Fontane macht
und für den Theodor-Fontane-Radweg wirbt. Im Bild ist die Stromschiene der Berliner S-Bahn zu sehen. Hier kommt ein kurzer Abschnitt, an dem die Stromschiene unterbrochen ist. Dann geht es auf der anderen Seite weiter. Und diese Stromschiene von der S-Bahn, die von dem Stromabnehmer der Fahrzeuge von unten bestrichen wird, wird mit 750 Volt Gleichstrom betrieben. Dieser Stadler KISS von der ODEC ist anders als der KISS gestern in Hannover als Baureihe 445 im Fahrzeugregister geführt. Da, wie ich gestern schon mal gesagt habe, oder wie ich in Hannover bereits gesagt habe, es ist nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien unterschiedliche Fahrzeuge in ein und dieselbe Baureihe eingereiht werden. Das war früher, finde ich, einfacher. Da gab es eine Sorte Baureihe sowieso, eine andere Sorte Baureihe sowieso. Jetzt ist das mittlerweile mit den vielen Triebwerken dann doch recht undurchsichtig geworden. Dort, wo an der Berliner S-Bahn die Zugsicherung nicht mittels Balisen
gewährleistet wird, sind Einrichtungen wie diese am Gleis verbaut, die in diesem Zustand die Hauptluftleitung des Zuges von außen aufschlagen und somit eine Zwangsbremsung einleiten. Wenn das Signal auf Fahrt steht, wird dieses Gerät zur Seite weggeklappt und der Mechanismus zum Hauptluftleitung öffnen kann dran vorbeifahren. So, ein lokbespannter RE fährt ein auf der Linie RE5. Hinten dran hängt entweder eine Baureihe 143 oder 114 oder 112. Kann ich aktuell nicht sagen. Mit dem Zug fahre ich jetzt von Berlin-Gesundbrunnen nach Berlin Hauptbahnhof runter in den Keller. Es war also eine 143, die mich von Gesundbrunnen zum Hauptbahnhof geschoben hat. Keine 112, keine 114, eine ganz einfache 143. So, Berlin Hauptbahnhof. Habe euch den Berliner Hauptbahnhof schon von oben gezeigt und jetzt auch den Berliner Hauptbahnhof von unten. Die Blickrichtung geht aktuell in Richtung dem Fernbahntunnel Berlin Hauptbahnhof Berlin Südkreuz. Achtet mal auf die Oberleitung hier unten im Kellergeschoss. Die ist nämlich nicht als normale Oberleitung mit flexiblen Fahrträten ausgelegt, sondern als Stromschiene von oben. Hat sich damals Vorteile versprochen von dieser Art der Oberleitung. Ob die tatsächlich eingetreten sind oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls ist hier die Oberleitung anders. Das ist der Blick Richtung Berlin-Gesundbrunnen bzw. dann Richtung Berlin-Moabit. Rechtsrum Gesundbrunnen, linksrum Moabit. Der Übergang von den Säulen in die Deckenkonstruktion war ursprünglich anders geplant gewesen vom Architekten. Ich meine, es war der Meinhard von Gerkan gewesen. Und das hat er dann auch einen Rechtsstreit nach sich gezogen, weil er da sein geistiges Eigentum, sein Werk da anders ausgeführt sah, als es von ihm geplant wurde. Wer das nachlesen möchte, der findet da sicher im Internet was dafür. Solltet ihr hier in Berlin Hauptbahnhof mal umsteigen müssen. Die Gleise mit den niedrigen Nummern sind alle unten im Keller und die Gleise mit den zweistelligen Nummern sind alle oben im Tageslicht. Und die Wege zwischen den Ebenen sind verschlungen und undurchsichtig.
So, noch ein kleiner Blick in die Röhre hinterher. Das war der ICE 599. Berlin, Erfurt, Frankfurt, Stuttgart, München. Wenn man sich das Ganze auf der Landkarte anschaut, schaut es aus wie ein S oder ein Fragezeichen. Da kommt jetzt ein DB Regio Hamster als RE7 nach Wünsdorf-Wallstadt. Und wenn ihr euch wundert, warum die Gleise hier in Berlin auf der Stadtbahn so aussehen, wie sie aussehen, was da in den Gleisen liegt, rechts und links der Schienenköpfe bzw. auf den Schwellen, das sind Schallabsorptionsbauteile. Diese Hallenkonstruktion hier oben auf der Stadtbahn im Berliner Hauptbahnhof wurde auch anders ausgeführt als in den ursprünglichen Planungen vorgesehen, nämlich von den Bögen am Hallenende wurden einige eingespart, weil man sich damals eine Kostenreduktion von der Baustelle erhofft hatte. Und der RE nach Magdeburg wird von einem der wenigen DB-roten Taurus-Lokomotiven geschoben. Es ist krass, wie viel sich hier geändert hat. Ich habe 2005 als Lokführer meine ersten Schichten nach Berlin gefahren und da war um den Hauptbahnhof außenrum eigentlich alles eine riesengroße Brachfläche, die noch zu bebauen war. Ja, und mittlerweile ist aus dieser riesengroßen Brachfläche um den Hauptbahnhof außenrum ein Häusermeer geworden. Wahnsinn! Streckengeschwindigkeit hier auf der Stadtbahn in Berlin ist 60 km/h. Ist auch vollkommen ausreichend. Die Spurgrenze pfeifen nicht schlecht. Gut, Anwohner gibt es zumindest hier rechts und links vom Hauptbahnhof relativ wenige. Das sind entweder Hotels, meins war auch am Hauptbahnhof, die Fenster waren dicht, ich habe nichts gehört. Oder irgendwelche. Ich hätte sie fast als Raubritter bezeichnet. Ich habe da nämlich gerade ein Logo an einem Haus gesehen. Nämlich das da, PwC, Price Waterhouse & Cooper, eine Unternehmensberatungsfirma. So, wenn eine Vectron vor einem Fernverkehrszug hängt, ist das welcher Fernverkehrszug? A, der Flixtrain oder B, der Flixtrain oder C, der Flixtrain.
Variante D gibt es auch noch, die Reisezüge der JD, die mit der 193 bespannt sind und zwischen Budapest und Kiel fahren. Wenn man sich die Eigentümermerkmale der Wagen anguckt, ist der ganz schön bunt zusammengestellt, der Flixtrain. Und alle Wagen haben, wie hier am letzten Wagen ganz gut zu sehen, die Klimaanlage eingeschaltet, die Aufschiebefenster sind nämlich auf. Mit der Ausfahrt vom Flixtrain in Berlin Hauptbahnhof möchte ich mich von euch verabschieden. Sag Dankeschön fürs Zugucken. Wünsche euch viel Spaß bis zum nächsten Mal. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und macht's gut. Euer Alex E. Servus.